mit Wiltschenau FM. Fit und vital in jedem Alter. Wird präsentiert von Fit 5 bei Guido. Deine Bewegungsboutique im Herzen von Oberau. Heute sind wir wieder bei unserem persönlichen Fitnesstrainer Guido Lang. Servus Guido. Hoi Lili, sali. So, beim Stiegen, Steigen verlassen mich manchmal die Kräfte, aber wahrscheinlich nicht nur beim Stiegensteigen, auch wenn ich ein bisschen steiler hinaufgehe und dann plötzlich fängt mein Fuß so zittern an, vor allem der Oberschenkel. Was könnt ihr da jetzt machen, dass der ein bisschen kräftiger wird? Ja, das sind natürlich die Beinpresse, haben wir ja schon gehabt, und es gibt so für zu Hause Übungen wie Ausfallschritte oder auch vor nach vorne oder auch zurück. Da gibt es ganz viele, oder auch seitlich gibt es auch Möglichkeiten. Da sind sehr funktionelle Übungen, die da man da zu Hause machen kann. Im Studio jetzt bei mir, da habe ich zwei Maschinen, eine für die Vorderseite, eine für die Rückseite. Das ist zu Hause etwas schwieriger, das so gezielt zu trainieren, aber eben mit so funktionellen Übungen auch sehr gut möglich. Das heißt, das ist diese Maschine, wo ich drin sitze und eingeklemmt bin und einmal nach oben drücke und einmal nach hinten drücke, oder? Einmal die nach hinten, da ist ja. Man ziemlich eingeklemmt, ja, beim Beinbeuger oder Kniebeuger. Die geht ganz gezielt auf die hintere Kette, also die Hamstrings oder die Beinbeugemuskulatur. Super Sache, wenn man jetzt zum Beispiel da konkret eine Schwäche hat, dann kann man das ganz gezielt so aufbauen. Ja. Und die andere Übung ist der Beinstrecker oder der Kniestrecker, korrekterweise. Und der trainiert die Vorderseite, der Oberschenkel. Auch super, wenn man eine Abschwächung der Beinmuskulatur hat in der vorderen Kette, kann man das natürlich ganz gezielt aufbauen. Muss man ein bisschen aufpassen bei gewissen Beschwerden im Knie, weil die Belastung bei so einer isolierten Übung so einseitig auf dem Kniegelenk ist. Also das würde ich jetzt ohne Betreuung einfach so machen, nicht unbedingt. Und das Gute ist ja, du kannst es ja richtig einstellen von den Kilos her, also dass man mit wenig anfängt und so sukzessive den Muskel dann aufbaut, oder? Ja, genau. Und vor allem bei diesen zwei Geräten, jetzt Beinstrecker und Beuger, ist es natürlich extrem wertvoll, dass ich mit meinen Maschinen dieses isokinetische Training machen kann, weil da ist je nach, sogar im Winkel verändert sich das Gewicht oder es passt sich an. Und dadurch ist es mit diesen Maschinen möglich, relativ bald, auch nach einer Knie-OP oder so, die schon ganz sanft zu machen. Was dann vielleicht mit Grundübungen schon etwas schwieriger ist, mit dem eigenen Körpergewicht vielleicht eine Überforderung ist. Ja, also da habe ich sehr gute Möglichkeiten, ganz gezielt zu arbeiten. Ja. Sage ich danke für deinen Tipp und ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Servus. Danke vielmals, Lili. Mit Wiltschenau FM. Fit und vital in jedem Alter. Wurde präsentiert von Fit 5 bei Guido. Deine Bewegungsboutique im Herzen von Oberau. Den Schlüssel zu deinem Wohlbefinden findest du unter www.fit5beiguido.at.